Sonntagabend, 13. August 2023. Die nächste Ausgabe von 60kD Talk geht über die Bühne. Wir sind bei Folge 119 angelangt und heute Abend begrüße ich, ja, aufgrund der spielfreien Zeit bei 60, dadurch, dass wir im DFB-Pokal ja nicht vertreten sind, begrüße ich jetzt nur einen Gast heute und haben ein spezielles Thema rausgepickt. Servus Reinhard, freue mich erstmal, dass du dabei bist. Hallo, grüß dich, Jan. Genau, und vielleicht kennen ein paar den Namen schon vom Löwenmagazin. Unter anderem hast du ja schon ein paar Artikel auch geschrieben. In Facebook bist du auch immer wieder unterwegs und glänzt da als Finanzexperte. Vielleicht ganz kurz erstmal zu dir, dass du dich kurz vorstellst für die Zuhörer und dann starten wir in die Runde. Ja, ich bin Löwe seit 1963. Das heißt, man kann schon erkennen, dass ich dem älteren Semester angehöre. Ich komme da aus Dissen am Ammersee und früher, das werden die wenigsten wissen, da haben die 60er in Wartaweil, das ist am Ammersee, unterhalb von Andechs, so ein Trainingslager gehabt. Da war so eine Art Sportschule. Und die haben dann letztendlich in Dissen oder in Herrsching oder in Andechs trainiert. Und da bin ich dann als Schüler, damals gab es ja noch nicht FE und so, sondern da gab es eine Schüler- und eine Jugendmannschaft und da durften wir Schüler schon Balljungen spielen. Und dann hat mich 65, mein Bruder, der war 5 Jahre älter, das erste Mal nach München ins Stadion genommen, 43.000 Zuschauer im August 65 gegen Bayern 1:0 gewonnen. Und seitdem kann man sagen, bin ich Löwe in verschiedenen Facetten. Mal etwas intensiver, dann wieder nicht. Ich war lange Zeit bei der Dresdner Bank und da musste man halt schon auch vorsichtig sein mit Äußerungen. Einmal, dass man nicht Bankgeheimnisse ausplaudert. Wir hatten ja die als Allianz-Tochter die Allianz Arena mitfinanziert und da war eher immer Kopfschütteln. Ich bin dann von der Bank gegangen, habe mich dann selbstständig gemacht mit einer RFR Consulting. Ein Jahr später mit einem Kollegen zusammen eine weitere Gesellschaft in Vermögensverwaltung. Auch da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit Äußerungen. Aber nachdem ich dann ein gewisses Alter hatte, habe ich alles an meinen Sohn überschrieben und dann konnte ich mich einmal dem widmen, ein bisschen die Finanzen der KGaA und auch die Zusammenhänge mit dem EV ein bisschen zu erklären. Ich selber war lange beim Sportclub München in Funktionen, bin zwar immer noch als Revisor, aber in den 90er Jahren Jugendleiter und kenne eben da den Verein, was man darf, wie es ausschaut, was es für Bereiche gibt, ideeller Bereich, Zweckbetrieb, Vermögensverwaltung, dann Geschäftsbetrieb. Und dann war mir natürlich klar, wie die Zusammenhänge bei 60 sind, natürlich in einer wesentlich größeren Dimension. Und das fehlt eben bei vielen in der Diskussion, wenn sie sagen, ja, dann muss halt der Reisinger ein paar Millionen locker machen. Und dann musste ich halt sagen, das darf er nicht, weil sonst ist die Gemeinnützigkeit futsch. Und das sind eben die Dinge, wo ich versucht habe, so, weil ich ja im Freundeskreis auch immer wieder diskutiert habe, einfach, ja, den Leuten das näher zu bringen. Ganz am Anfang hatte ich dann versucht, das über die blaue 24 zu machen. Da habe ich dann auch ab und zu mal geschrieben und schwuppdiwupp war ich auf einmal gesperrt. Sowohl bei der blauen 24 wie auch auf der Facebook-Seite von Ismaik. Und dann dachte ich mir schon, ja, sauber, da ist einer am Hebel. Also ich habe da weder beleidigt noch sonst was, sondern reine Aufklärung betrieben. Aber das wollte man nicht. Und dann so kam ich dann eigentlich dann zum Löwenmagazin, die sich dann auch gegründet hatten. Und ich musste dazu sagen, der Arik ist einer der, der Sache auch immer auf den Grund geht. Also der übernimmt nicht nur irgendetwas, sondern versucht es zu verstehen. Und das hat mir gefallen. Also wir haben da viel diskutiert und so weiter. Und als ihr dann kamt, ihr wart so ein bisschen mehr rein das Sportliche, ja. Ich meine, ich kenne den Stefan von den Chaoten her, vom Fanclub. Und habe mich da mit dem auch immer gut ausgetauscht. Also man kann sehr gut diskutieren. Und zu dir, du bist ja letztes Jahr geadelt worden. Manche würden sagen getadelt.
Ich fand's gut. Ja, das ist schon Respekt, wenn mal dann der Kölner sagt, der Schrader oder wie er auch immer heißt, kann mich 100 Mark am Arsch lecken. Ja? Dann sehe ich das, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, vielen Dank, auch wenn ich es nicht so ganz so rumhaft selber empfunden habe, aber gut. Ja, aber zumindest bei vielen, wie bei mir, ist es sehr positiv angekommen, da ich hier die gleiche Denkweise habe. Dann freut mich das. Ja, man hört bei dir schon raus, die Finanzen sind so das große Thema. Da kommen wir dann gleich auch ausführlich zu. Das ist so der Hauptaspekt heute, weil ja die Bilanz 2021-22 jetzt Ende Juli veröffentlicht wurde. Im Löwenmagazin wurde das ja auch schon thematisiert. Bei uns jetzt noch nicht auf der Seite. Jetzt haben wir mal diese Chance oder die Gelegenheit, im Talk ausführlich drüber zu sprechen. Zunächst aber mal noch bei dir. Du bist ja bei 60 auch in verschiedenen Bereichen tätig. Zum Beispiel im Walking-Rudel seit ein paar Jahren. Wie ist denn das da so? Wie viel seid ihr eigentlich und wie regelmäßig trefft ihr euch da? Ja, also ich muss sagen, ich bin Untergiesinger und wohne eben sehr nah an der Isar und bin schon seit 20 Jahren als Nordic Walker unterwegs. Das heißt, wenn mich Freunde oder Bekannte gesehen haben, früher mit dem Auto sind sie gefahren und ich kam da mit meinen Stöcken, dann haben sie mich gefragt, ob sie mir meine Ski geklaut haben. Ja, also so lange mache ich Nordic Walking und bin immer alleine gelaufen, bis ich dann mitgekriegt habe, na, die 60er haben hier zum Laufrudel eben auch ein Nordic Walking Rudel und da bin ich dazu gestoßen. Ich muss sagen, also ist eine ganz, ganz tolle Truppe mit einer ganz aktiven Spartenleiterin, die sich um alles kümmert und wirklich sehr, sehr rührig da unterwegs ist. Wir sind teilweise im Winter sind wir zu zweit gelaufen, zu fünft, zu zehn, zu zwölft. Wir sind so ein Stamm, sage ich mal, jetzt von 20 Leuten, die aber auch sehr viel dann mit dem Laufrudel machen. Wir machen gemeinsam mit der Bergsporttruppe Events. Vor kurzem waren wir auf dem Braunen Eck auf der Tölzer Hütte. Da waren dann die Unternehmer für 60 auch noch mit dabei, die Blaskapelle. Und ja, wir sind sehr aktiv und sind jeden Mittwoch unterwegs, bei jedem Wetter. Also selbst bei Regen mit Hagelkörnern haben wir das schon gemacht. Und das Schöne ist, wir können dann schön einkehren in Benes Kuchl. Aber wir machen auch in anderen Örtlichkeiten, also wir gehen auch mal im Olympiapark, wenn wir ein bisschen einen Olympiaberg rauf und runter wollen. Oder wir sind im Westpark. Oder wir laufen nach Unterhaching raus. Also das kann sich ändern. Aber wie gesagt, es macht enormen Spaß und alle, die dabei sind, freuen sich. Und ich habe einen Kalender so nach alter Schule in Papierform. Da steht der Mittwoch nicht drin als Nordic Walking, weil das ist bei mir gesetzt. Also von daher, andere Termine sind drin, aber der Termin steht nicht drin, weil der ist bei mir im Hirn verankert und so geht es vielen. Also das, ja, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, ist cool, wenn ihr euch da so eine Truppe gefunden habt, dass nicht jeder da für sich allein rennen muss und sich da so ein Stamm entwickelt hat. Das klingt wirklich gut. Wo du auch aktiv bist, ist bei den Unternehmern für 60 auch eine sehr, sehr wichtige und wertvolle Arbeit, gerade für den Nachwuchsbereich bei 60. Wie sieht es bei dir da persönlich aus? Bist du da jetzt finanzieller Natur vor allem unterwegs? Und ich sehe auch immer, dass du mit Arbeitsleistungen da dann auch da eben jetzt beim NLZ wurde, glaube ich, gerade wieder was saniert, da warst du dann auch mit dabei, oder? Ja, also bei mir ist so, ich habe die Unternehmen für 60 schon lange immer finanziell auch mit unterstützt. Wobei ich persönlich, ich komme ja aus der Finanzbranche, war dann Gesellschafter von der Vermögensverwaltung und ich habe mir seit langem das zur Devise gemacht, mit Freunden, Bekannten mache ich keine Geschäfte. Und deswegen, die Unternehmen für 60 ist ein Netzwerk von hauptsächlich Handwerkern, die sich auch gegenseitig mal mit Aufträgen beglücken. Oder wenn Handwerker sagen, okay, ich bin da und da, jetzt brauchen wir noch
irgendeinen Maler, dann nehmen wir den aus dem Bereich raus und so weiter. Und da dachte ich am Anfang, ja, da bin ich falsch. Bis ich dann einen Freund von mir, der ist Gastronom, mit dazu gebracht habe, und da hat der Serviser dann gesagt, ja, was ist denn jetzt mit deinem Antrag? Ja, und dann habe ich festgestellt, ja, mein Gott, dann gehe ich halt auch dazu, aber ohne jetzt irgendwo das als Netzwerk zu sehen. Dann kam das Corona und Problematik mit Spendenbescheinigungen und hin und her, und dann habe ich gesagt, pass auf, ich bin zwar jetzt schon an die 70, mittlerweile bin ich's, habe immer noch so einen Teilzeitjob bei mir in der Vermögensverwaltung, weil das, was ich mache auch Compliance, und das will keiner machen, aber ich habe Zeit, ich würde hier helfen, und so bin ich eigentlich dann reingerutscht, sodass ich dann das mit den Spendenbescheinigungen mache, wenn Veranstaltungen sind. Wir haben die 60er-Wiesn gehabt, Schafkopfturnier. Und das hat alles mit Geld zu tun, Eintrittsgelder, ja. Und ich bin halt dann ins Löwenstüberl gefahren, habe dann die verkauften Karten einkassiert, abgezeichnet, überwiesen, also diese Dinge. Und so bin ich letztendlich doch relativ als aktives Mitglied zu sehen. Und dann kommt natürlich auch das dazu, weil ich Zeit habe, ja, schnell mal die Bühne aufzubauen. Handwerklich bin ich überhaupt nicht begabt, aber im Delegieren bin ich gut, ja. Nein, aber und so kam es halt dann, und dann war unten das und sage ich, du, wenn es ist, ich kann zwar nichts richtig anschrauben, aber an Stein von der Wand kann ich runterklopfen. Und so kam es halt dann, dass ich dann eben hier öfters mal Hilfsdienste gemacht habe. Und das macht Spaß. Man lernt wieder neue Leute kennen. Und also ich bewundere schon das Engagement von vielen Handwerksbetrieben da, die da ihre Leute auch zur Verfügung stellen. Und es ist einfach wirklich, ja, es sind alles Löwen. Ja, Selbst die und Angestellten von den Chefs da bleibt gar nichts anderes übrig. Und alle haben das Löwenherz, und jeder fasst dazu und macht es. wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, dass es so überhaupt noch möglich ist, diese Förderung und den Nachwuchs dann immer wieder, dass sich da Spieler hervortun, die dann auch für die Profimannschaft in Frage kommen. Jetzt ja dieses Jahr auch wieder gesehen. Apropos Profimannschaft, auch wenn sie nicht spielen, Waldhof Mannheim haben wir zwar letzte Woche schon drüber gesprochen, aber noch nicht mit dir natürlich. Wie sind denn deine Eindrücke gewesen vom ersten Spieltag? Also jetzt muss ich dazu sagen, ich fühle mich in den Finanzen wohl. Fußball-Fan bin ich lange. Ich weiß, Kompetenzen liegen bei euch. Da bin ich nicht derjenige. Obwohl ich die ganzen Heimspiele, also ich habe die Jahreskarte mit dem Spitzel hier, schauen wir es natürlich auch an. Ich habe in dieser Saison so ein schlechtes Gefühl gehabt, weil ich mir gedacht habe, das kann keine Vorbereitung sein. Trainingslager ist, da ist ein Zehntel der Mannschaft, die dann vielleicht spielen werden, dann kommen sukzessive Leute dazu, dann werden aus finanziellen Gründen irgendwelche Turniere angenommen, wo ich dann gegen zwei Bundesligisten spiele, aber jeweils mit zwei Blöcken. Also das kann nichts werden. Wie soll ich dann eine Mannschaft zusammenbringen? Und deswegen, ich spiele donnerstags, hatte ich ja dir auch schon mal geschrieben gehabt, immer Schafkopf. Und da ist auch ein Spitzel von mir total blauer. Und ja, und jetzt werden wir es angehen, sage ich, komm, die verlieren sowieso, können doch nur verlieren. Ah, da wette ich mit dir. Da haben wir 10 Euro gewettet. Also ich habe auf Niederlage getippt. Jetzt weißt du, welche Kenntnisse ich habe. Ja. Aber ich muss dazu sagen, natürlich schon, weil ich ja ein Finanzmann bin, ich sage, die 10 Euro, die kann ich verkraften. Ja. Aber wenn sie verlieren, dann kassiere ich, habe die Freude von meinem Spätzle, das abzukassieren. Und wenn es gewinnen, freue ich mich trotzdem. Und so war es dann. Ich habe mich natürlich schon sehr gefreut und fand es toll. Allerdings, und jetzt kommt meine Expertise, ich sage mal, wir haben gegen einen dankbaren Gegner gespielt, der auch noch Probleme hatte und in der Offensive in meinen Augen harmlos war. Wir sehr, sehr effektiv waren, was sonst gefehlt hat, aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. So ist es ja. Unter anderem ja mit dem Neuzugang Joel Schwarz, der dann quasi nächste Woche in Duisburg
seinen Auftritt hat. Da werden wir dann auch natürlich drüber sprechen danach. Dann steigen wir doch ein in das große Thema, was wir vor uns haben heute, die Bilanzen, und werfen dann mal einen ausführlichen Blick drauf. Wie gesagt, 2021, 22 wurde jetzt Ende Juli veröffentlicht. Da hat das Löwenmagazin auch schon einen Blick drauf geworfen. Du hast dankenswerterweise auch alle möglichen Zahlenwerte durchgeschaut für eine Seite Ausgliederung sogar, und hast schon gesagt, wir können das danach veröffentlichen. Das werden wir dann auch im Artikel dann unten verlinken. Vielen Dank schon mal dafür, für die Gelegenheit. Das ist echt sehr viel Material. Also wer da noch tiefer gehen möchte und interessiert ist, der kann sich da ganz viel Zahlenwerte anschauen. Wir werden jetzt hier weniger auf die Zahlen einzeln eingehen, weil es einfach zu sehr, ja, das würde ein Durcheinander erzeugen wahrscheinlich. Wir werden jetzt nur ein paar Punkte rausnehmen und darüber mal sprechen. Wir fangen mal an mit dem Grund, warum wir überhaupt hier drüber sprechen. 2001 gab es die Ausgliederung, ehemals TSV 1860 München, E.V., wo alles im Verein angegliedert war, und hat man gesagt, man geht raus, man gliedert diesen Profibetrieb in eine KGaA damals raus. Das ist ja eigentlich ein Weg, den jetzt fast jeder Verein jetzt wählt. Warum ist das aus deiner Sicht so? Es gibt ja auch so Fußballromantiker, die sagen, sie möchten eigentlich alles im Verein halten, und es sind auch ein paar wenige Vereine in Deutschland, die das so machen, ich glaube Freiburg unter anderem. Aber ist das möglich, das so umzusetzen, oder nur unter größten Schwierigkeiten? Wie siehst du das? Nein, es ist ein zwingendes Muss, also gerade in dieser Größenordnung, wenn du hier einen Profibereich hast. Ich sagte das ja, ich komme ja von kleinen Vereinen und wir haben ja das Gleiche wie ein großer Verein, also der ideelle Bereich, das heißt, wo die ganze Jugendarbeit mit drin ist, wo die Spenden einfließen, die Beiträge, die Zuschüsse. So, das ist der ideelle Bereich. Dann habe ich den Zweckbetrieb, das ist jetzt der normale Spielbetrieb, wo jetzt keine Gelder fließen, aber wo ich zum Beispiel Eintrittsgelder verbuche, wo ich Schiedsrichterkosten verbuche. Also dieser Betrieb, also Zweckbetrieb. Und dann habe ich Vermögensverwaltung, was jetzt nicht jeder hat. Da wäre jetzt, wenn zum Beispiel der EV noch das Löwenstübel verpachten würde, Pachteinnahmen hat. Da wären jetzt zum Beispiel die Merchandising GmbH. Ja, in dem Bereich drin. So, und diese drei Bereiche, die sind steuerbefreit. Also da so bis zu 45.000 und dann sind noch so Formvorschriften. Und dann gibt es eben den Wirtschaftsbetrieb. Da zählen eben die Profis dazu, wobei viele Vereine gar nicht wissen, wenn sie jetzt ein Sommerfest machen und die verkaufen eine Wurstsemmel, dann ist das auch wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Natürlich gibt es da Freibeträge auch wegen der Umsatzsteuer und, und. Aber jetzt ist natürlich 60 mit der Profiabteilung ganz wichtig aus den Bereichen ideeller Bereich, Zweckbetrieb, Vermögensverwaltung, darf kein Geld in den Wirtschaftsbetrieb gehen. Und hier kann man in dieser Größenordnung, kann man das überhaupt nicht mehr trennen. Und darum war das damals schon unabdingbar. Das war ja auch der Grund eben, weil man gesagt hat, Moment, jetzt beteiligen wir uns an der Allianz Arena, also an der neuen Arena. Und welche Risiken sind da und was ist, passiert ist. Also von daher war der Schritt damals absolut notwendig. Aber, und das muss man jetzt dazu sagen, in der Form hat man natürlich alles zusammengekratzt. Was habe ich denn an Assets? Was kann ich als Grundkapital reinbringen? Ja, der Spielerkader, das waren damals noch nicht die Gelder. Was waren da? Das waren die Immobilien, die letztendlich auf dem Erbpachtgrundstück drauf sind. Die hatten eben den Wert. Und dann hat man eben hier mit 3,9 Millionen hier diese KGaA mit Grundkapital ausgestattet. Heißt aber, jetzt, wenn es der KGaA nicht so gut geht, darf kein Geld vom EV Neues reingehen. Sonst ist, wie gesagt, die Gemeinnützigkeit weg. Nur, eigentlich sollte aus der KG Ertrag erwirtschaftet werden, der dann wiederum den EV zugutekommt. Und deswegen ist es auch überall festgeschrieben, auch bei der KGaA, was die zu tun haben.
Da steht in der Satzung klar drin, also nicht nur, dass eine Profiabteilung unterhalten, sondern dass sie hier auch den Amateurfußball und die Sparten des EVs unterstützen. Da steht drin, dass sie die Sportplätze letztendlich auf Vordermann bringen und in Schuss halten, ausbauen. Ja, also das sind alles Dinge, die normal durch diese Ausgliederung, weil man gesagt hat, man stellt sich blank und wird jetzt eben aus dieser Gesellschaft hier dann Früchte bekommen. So war eigentlich der Gedanke. Und das zieht sich natürlich bis heute, obwohl, und jetzt ist so, jetzt geht es eben dem EV Gott sei Dank wieder gut, nur die KGA krankt. Wie siehst du denn insgesamt jetzt die Entwicklung seit 2001, seit dieser Ausgliederung von der KGA? So ein bisschen was haben wir schon gehört eben. War das denn trotz allem der richtige Schritt? Das ist ja quasi unabdingbar gewesen, wenn du dann das so deutet, was du bisher sagst. So ist es. Also es blieb damals nichts anderes übrig. Also das kann man dem Wildmoser nicht ankreiden. Man kann ihm viel ankreiden, aber das nicht, weil das war einfach ein logischer Schritt. Das musste man machen. Okay. Dann kommen wir jetzt zum schon angesprochenen Jahresabschluss 2021-22 mal kurz. Zur Einordnung für alle, das ist die Saison, wo 60 am Ende Vierter geworden ist, hinter Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern. Marcel Beer ist Torschützenkönig geworden, gegen Aufstadtzimmer im Toto-Pokal im Halbfinale ausgeschieden, haben dafür aber im DFB-Pokal Darmstadt und Schalke rausgekegelt und sind dann knapp am Karlsruher SC gescheitert. Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse aus der Jahresbilanz gewesen für dich aus finanzieller Sicht? Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Oh, ich habe ein paar Unterlagen da. Also vielleicht mal das Grundsätzliche. Bevor wir in das reingehen, würde ich eins noch kurz vorweg sagen. Weil man kreidet ja dem heutigen Präsidium oft an, was geheißen hat. Wir gehen in die Konsolidierung nach dem Zwangsabstieg nach 2017. Und das ist einfach nachzuvollziehen, weil ich eindeutig sage, dieser Konsolidierungskurs ist genau auf dem richtigen Weg. In den Zahlen, die ich euch zur Verfügung gestellt habe, wenn es jemand nachlesen will, dann kann er das gerne machen. Ich habe einfach mal die Verluste genommen von 2011. Als Ismaik eingestiegen ist, waren es 6 Millionen, dann 12, waren 6,3, 7,3, 6, 5, 1,7 und dann im Abstiegssaison 21,9 Millionen. Das heißt, in den 7 Jahren, in den ersten 7 Jahren Ismaik waren 54,2 Millionen Verluste. Wenn ich das durch 7 Jahre teile, dann bin ich im Schnitt bei 7,7 Millionen. Also das ist mal Ergebnis vor Reisinger. Und wenn ich jetzt 2018 dazu nehme, 1,7 Millionen, also vierte Liga, dann kam der Aufstieg 2019, 4,3 Millionen minus. Oh, dann waren die Aufschrei groß. Wenn man sich erinnert, man hatte einen Kader für die vierte Liga und dann ist man aufgestiegen. Und dann waren die Forderungen natürlich nach neuen Spielern da. Ich möchte nur daran erinnern an Birovka, der mit Gorenzel sich mit Ismek auf dem Balkon von einem Hotel getroffen hat und doch nochmal zusätzlich Geld rausgeleiert hat, obwohl die Bayerische damals auch schon 2 Millionen Darlehen zusagte. So, und dann ist die Saison rum. Man weiß, man hat Spieler wie Garibaldi, Moll, Lex und so weiter geholt. Und dann schreibt man jetzt, was ist denn mit der Konsolidierung? Also das muss man schon auch dann richtig zuordnen, wieso damals 4,3 Millionen Minus rauskam. Dann im Jahr 20 war es ausgeglichen. Da wurden eben dann noch Gelder aus früheren Transfers. Dann 21, 1,6 Millionen. Und jetzt die Bilanz, die wir besprechen wollten, 22, was eine knappe halbe Million. Zusammen sind es 8,1 Millionen in 5 Jahren.
Das heißt Schnitt 1,6 Millionen zu 7,7 Millionen. Und wenn mir jetzt heute einer sagt, dass der Kurs, der damals mit Reisinger beschritten wurde, nicht zur Konsolidierung beigetragen hat, dann muss ich sagen, dann verstehe ich von Finanzen nichts mehr. Also das ist nur mal so weit, weil einfach diese Märchen und Konsolidierungskurs ist nicht eingehalten worden und. Und die Bilanz selber, also die Balanzen, sind natürlich wesentlich besser gemacht. Also wir sind total überschuldet. Also eine normale Firma müsste Insolvenz anmelden. Aber die KGaA hat den Vorteil, dass eben der größte Darlehensgeber der Gesellschafter ist, der Herr Ismaik, und der eben viele seiner gegebenen Darlehen bereits umwandeln musste in Genussscheine. Und das ist das, was am Anfang meines Erachtens auch unser Präsident nicht ganz sofort verstanden hat, wie toll so ein Genussschein ist. Weil da war es ja auch so, also am Anfang war man nur skeptisch und ich habe damals eben beim Löwenmagazin, da war auch so, hat mir der Arik versucht, so mit einem Radio das zu machen, habe ich gesagt, das ist das Beste überhaupt. Erstens mal, im Ausland kennen sie das gar nicht. Also wird das der Ismail auch nicht kennen. Denn so ein Genussschein, der ist nicht nur am Gewinn beteiligt, sondern auch am Verlust. Und das sieht man jetzt in den letzten Jahren. Also wenn wir uns mal die Bilanz dann anschauen wollen, da gibt es dann eine schöne Verlustzuweisung von 800.000 Euro. Das bedeutet, die Genussscheine schmelzen ab, wenn ich Verluste mache. Und der große Vorteil ist eben, dass so ein Genussschein, der zwar auch eine Verbindlichkeit darstellt, also im Grunde genommen sind Schulden, aber trotzdem zum Eigenkapital dazu gezählt wird. Und das ist eben dieser große Vorteil, dass ich diese Unwucht, die in der Bilanz der KGaA immer schon war, also seit dem Einstieg von Ismail gab es das sogar schon davor, darum ist er dann mit eingestiegen, die ist raus. Und somit haben sich in meinen Augen die Bilanzzahlen absolut zum Positiven verbessert, obwohl es natürlich, ich sage jetzt mal, dauerhaft kann das nicht gut gehen. Ja? Also wenn ich jetzt 51 Millionen Schulden habe, ich habe aufgelaufene Verluste von 70 Millionen. Dann muss mir mal einer sagen, wie soll das gehen? Ohne einen bedeutenden Schuldenschnitt oder, was meine Hoffnung jetzt ist, da ist mir, das ist mir halt doch bald verkauft. Noch kurz zum Abschluss 21/22. Der Personalaufwand ist gestiegen, auch für das Jahr drauf kann man das schon lesen. Also 22/23, wo man da so ein bisschen von einem All-In spricht, hat der Marc-Nicolai Pfeiffer schon durchblicken lassen, dass da nochmal mehr an Personal aufgewandert wird. Ist das für dich eine normale Größenordnung, wo wir uns befinden, oder ist das schon exorbitant hoch bei TSV 1860? Also es ist für dritte Liga ist es ein sehr, sehr hoher Etat. Das muss man eindeutig sagen. Also wenn ich jetzt vergleiche, was Unterhaching da hat, obwohl Unterhaching eine börsennotierte Firma ist, ja, oder auch vergleiche, was Türkgücü vorn Abstieg hatte, ist dessen Etat, ja, der sich nicht verstecken muss. Allerdings, man muss halt immer schauen, wie kommt es zustande? Und das ist das Problem, das bei 60 ist. Im Grunde genommen ist die Devise da, Geschäftsführung, ihr könnt ausgeben, was ihr einnimmt. So, also macht der Pfeiffer seinen Plan. Was habe ich an Einnahmen? Was wird das, das, das sein? So, also was habe ich an Kosten, die ich nicht verändern kann? Das, das, das. Was bleibt übrig für ein Spieleretat? Ja, und dann kommen 4,5 Millionen raus. Und jetzt kommt der große Aufschrei. Ja, mit dem Etat können wir uns gar nichts mehr leisten. Ja, 18 Spieler weggegeben. Am Anfang drei Spieler haben wir gehabt. Das war's. Ja, jetzt müssen wir schauen.
Vielleicht haben wir da was. Und da kommt das Problem, weil Ismaik gibt ja so ein Bridge Loan, also ein Überbrückungsdarlehen und sagt, okay, bis dem und dem gleiche ich Verluste aus. Und jetzt plant natürlich der Herr Pfeiffer schon, weil er sagt, das und das reicht nicht aus, jetzt selbst in den 4,5 Millionen schon einen Verlust mit ein. Und jetzt kommen neue Gelder. Dann sagt man, oh super, jetzt können wir investieren. Nein, da brauchst du jetzt wieder die Zustimmung vom Ismaik. Und das ist eben das große Problem, das im Vorjahr sehr schnell geklappt hat und jetzt lässt man sich wieder betteln, warum auch immer. So, und dann kommen halt wieder mal zwei Spieler, dann kommt mal wieder was Größeres, Neues rein. Jetzt könnte man das mit reinnehmen. Nee, müssen wir wieder fragen. Und das ist das, was zum Frust beim Fan führt. Also es muss ich sagen, also mir ist es wirklich schon zuwider, dieses ganze Ding. Ja, dann wird da wiederum gejammert und das ist einfach das, was in meinen Augen nicht lange gut gehen kann. Also mal detailliert darauf eingehen, diese 4,5 Millionen von diesem Jahr, die man gehört hat, sind quasi in der Fortführungsprognose festgeschrieben. Mit denen kann man planen und machen und schalten sozusagen und tun, was man möchte. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann eben, was von Ismaik genehmigt werden muss. Ist das so richtig zusammengefasst? Genau. Das heißt, wenn jetzt neue Sponsoren kommen, dann kann man nicht sagen, aha, das erhöht den Etat, sondern schmälert erstmal die Inanspruchnahme, die eventuell Ismaik dann leisten muss für sein Überbrückungsdarlehen. Okay. Und deswegen ist es immer ein Hickhack, wo du, ja, ohne Ismaik halt hier nicht arbeiten kannst. Wenn es gut geht, alles, dann sonnt man sich, dann ist alles wunderbar. Und wenn es schlecht geht, dann ist es der böse e.V. Und da muss ich sagen, ich als e.V.-Mitglied fühle mich hier verarscht. Hat der e.V. da überhaupt irgendeine Möglichkeit, eine Stellschraube überhaupt zu drehen? Weil in diesem Konstrukt hört man eigentlich schon raus, da ist der e.V. ja gar nicht beteiligt, oder? Nein, der EV, der hat einfach das, was man vom Seitenabstieg damals dann vereinbart hat als Konsolidierung, dass man gesagt hat, gut, wir werden jetzt Kosten übernehmen, die die KGaA übernehmen muss fürs NLZ zum Beispiel. Es ist überall festgeschrieben, dass die Finanzierung über die KGaA laufen muss. Aber man weiß ja, das sind dann noch Verbindlichkeiten da. Und da hat eben der EV dann schon Möglichkeiten, weil man es ja gemeinsam nutzt, dass man dann eben mehr, also die ganzen Trainer und so weiter hier mit finanziert. Wie gesagt, der EV wendet zwischen 1,5 und 2 Millionen im Jahr fürs NLZ auf, was Aufgabe der KGaA sein müsste. Und Ismaik ist ja auch nicht bereit, die U21 oder U19 in den EV zurückzugeben. Er nimmt gerne dann die Spieler, die dann aus der U17 kommen, ohne irgendwas in die U19. Ich meine, da muss man auch mal dazu sagen, da ist der Paula mit seiner Mannschaft, die leisten da hervorragende Arbeit. Jetzt weiß ich nicht, hast du schon mal irgendwas gelesen, dass sich der Ismaik da positiv geäußert hätte? Oder Power sein Statthalter hier? Ich nicht, nee, persönlich nicht. Nee, und das ist eigentlich auch das. Und da sage ich, man will immer Respekt haben, aber dass ich andere mal respektiere, was sie für Arbeit leisten, unter diesen Voraussetzungen, ja, das passiert nicht. Und das macht mich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon wütend. Oder das nächste Beispiel, weil wir es angesprochen haben, Unternehmer für 60. Also die Leute, die hier das machen, die machen es wirklich, weil sie überzeugte Löwen sind und die im Nachwuchs die Chance für 60 sehen. Hast du da schon mal was gehört, dass der Herr Power gesagt hat, oh, Unternehmer für 60, super, dass ihr dem Verein so zur Seite steht? Und das ist einfach das, wo ich sage, da will er Respekt haben.
respektiert aber andere nicht oder honoriert die Leistungen. Also ich brauche von dem kein Lob. Aber als generell ist, dass ich sage, mein Gott, die Unternehmen 64, was die hier machen, den Fahrdienst haben es gemacht, das haben es gemacht, das, ich habe hier super gemacht. Ja, im Gegenteil, man muss schon meinen, wenn man dann eine Veranstaltung macht, eine Benefizveranstaltung, dass es den Herrschaften nicht taugt. Ja, weil eben über die Gelder, die dann nicht frei verfügen können, weil sie nicht direkt in denen ihren Etat reinfließen, weil das bestimmen eben dann die Unternehmer für 60 selbst. Also wir haben hier schon auch Regelungen, was da gut läuft, aber ist im Grunde genommen außerhalb der KGaA. Ja, das ist angesprochen, aus der U17 hochkommen oder dann aus dem Jugendbereich kommen Spieler. Jetzt ein ganz aktuelles Beispiel: Leandro Mogalla. Die eine oder andere Million ist da geflossen in Richtung München, was uns sicherlich auch hilft. Du hast im Kommentarbereich geschrieben, für nächstes Jahr hat ja Marc-Nicolai Pfeiffer generell schlechtere Zahlen erwartet, aber mit dem Mogalla-Transfer, wenn der richtig verbucht wird, könnte es zur schwarzen Null reichen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich gut. Ist das auch so oder trügt dieser Schein? Nein, also man muss generell sagen, es war immer bei 60 schon so, dass durch Verkäufe von jungen Spielern Gelder geflossen sind. Ja, ob das Weigl war, Udoko, also und so ist es letztendlich mit Morgalla genauso. Nur weiß ich natürlich jetzt nicht, was jetzt in deren neuen Saison oder Saison alles schon verfrühstückt wurde. Also ich hoffe halt, dass nicht alles auf einen Schlag fließt, dass es in Etappen weisen, damit dann für die nächste Saison auch was übrig ist, weil sonst hast du das Laufen. Aber wie gesagt, es geht so, der Pfeiffer, der plant ja so immer so zwischen 1 Million und 2 Millionen an Defizit. Und wenn ich mir anschaue, was auf der Sponsorenseite gelaufen ist, ja, jetzt haben wir einen neuen Wassersponsor. Es ist zwar noch gar nicht veröffentlicht, aber ich habe es einfach gesehen auf der Sponsorenwand als Premium-Partner, ja. Und das Rewe hat sich zum Exklusivpartner hochgehievt. Also insofern sind da schon mal gute Gelder, die neu kommen. Also wir haben eine Vielzahl von Anführungszeichen Partnern, das sind die Sponsoren, die so ab 20.000 bis 100.000, dann sind die Premium-Partner ab 100.000 und exklusiv kann man dann also schon im Bereich der 1/2 Million oder was sehen. Und bei der Vielzahl, was man hier hat, und das muss man schon sagen, also die Sponsorengelder, die sind von 3 Millionen auf 6 Millionen nach der Bilanz von 22. Ja, jetzt die letzte Saison gehe ich mir davon aus, dass wir schon bei 6,3, 6,5 liegen. Meines Erachtens dürften wir bald an die 7 hingehen. Und das ist extremst gut. Also für eine Drittliga. Und mit diesen ganzen Parametern, die wir haben, die Streitigkeiten, die hier speziell im März, April waren. Also ich muss sagen, also wurde Herr Powers über Instagram und so seine Lächerlichkeit vorzüglich vorführte, da musst du dir als Sponsor schon sagen, ja, will ich da unbedingt genannt werden. Es hat mich tatsächlich überrascht. Es hat mich tatsächlich, aber da sieht man es halt einfach, ich meine, ich merke es ja bei mir selber, es war dann überhaupt kein Thema, dass du dir die Jahreskarte kaufst. Ja? Ja, also und viele meiner Freunde, die gesagt haben, nee, ich nicht. Also ich habe einen Spezl aus der Bundeswehrzeit, ja, das also Schwarz-Weiß-Zeit war, der auch bei den Unternehmen versetzt ist. Und der hat zu mir gesagt, in der Alm hat er gesagt, nee, jetzt ist aus. Jetzt haben sie es bei mir verschissen. Ja, was ist? Er ist wieder, sehe ich ihn auf der Wand. Also von daher ist einfach das Löwenherz überwiegt. Ja, ich glaube, Herz so war es bei vielen, dass schlägt die, Kopf. so ist es, ja, so war es bei vielen, dass sie zunächst mal gesagt haben, das jetzt reicht jetzt wirklich mal, aber dann doch wieder im Stadion zu finden sind regelmäßig. Wo wir schon bei den Sponsoren sind, wie siehst denn du Marc-Nicolai Pfeiffer? So, du
Ich habe auch in der Vorbereitung schon gelesen, dort ist mein persönliches Gespräch mit ihm auch im Rahmen von einer Veranstaltung bei den Unternehmern für 60. Ich meine, diese Sponsorenzahlen, die du gerade eben aufgelistet hast, die sprechen ja eigentlich schon für seinen Erfolg. Wie siehst du das insgesamt? Wie bewertest du seine Arbeit? Grundsätzlich ist er ein guter Finanzmann. Was mir ein bisschen in letzter Zeit so bitter aufgestoßen ist, dass er zu sehr Investoren nah geworden ist. Und das sind so die Vorzeichen, die du mal bei Kölner erkannt hast. Und ich aus Erfahrung sage, lange hält's ein Funktionär, der eindeutig so der Investorenseite zugeneigt ist, nicht bei 60 aus. Obwohl ich ihn schon achte und ich muss dazu sagen, aber ich muss noch mal seinen Vorgänger, den Scharold, ich habe den Scharold einmal einen ganz bösen Brief geschrieben, den ich dann veröffentlicht hatte. Da habe ich meine Eintrittskarte zurückgegeben wegen fehlender Stimmung. Als er mal die Ultras bestraft hat, dann durften es keine Trommeln und Fahnen rein. Und dann war ich wirklich stocksauer. Das war gegen Unterhaching. Und dann habe ich die Ultras noch bewundert, dass sie doch nicht einfach den Support total eingestellt hatten. Das habe ich ihm geschrieben und dann hat er mich eingeladen. Und da hatte ich mit ihm erst einmal einen schönen Zoff hier. Aber ich habe dann Charol kennengelernt. Es war ein guter. Er war nur zu weich. Er war nur zu weich. So, und jetzt ist Pfeiffer, das ist auch ein guter. Der ist nicht weich, obwohl er ab und zu so tut. Aber er driftet mir zu sehr ab. Er driftet, also ich bin eindeutig EV und sage das, was sich Ismaik seit 2011 geleistet hat. Nee, ich kann sowas nicht auf Ewigkeit gutheißen, obwohl ich mich hier auch schon öfters gewandelt habe. Aber auch mit Power, ich meine, dass der Power neben Pfeifers Büro hat, verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist für mich eine Frechheit. Und die ganzen Spielchen, die hier getrieben werden, also missfallen mir extrem. Ja, und aber das ist etwas, was ich auch Pfeifer persönlich sage. Also das muss man dazu sagen. Es war letztes Jahr, also hier mal ja, die T-Shirt mit dem durchstrichenen Konterfei von Ismaik nehmen ließ und so. Da habe ich ihn zufällig mit der Walking-Truppe getroffen. Hat er ganz schlecht ausgeschaut, gell? Und dann kam er und hat er gemeint, er hat seinen schlechtesten Tag, seitdem er bei 60 war, jetzt gehabt. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber das hast du dir sowas von verdient, ja. Weil so eine Stellungnahme zu schreiben, ich habe sie erstmal weggelegt, weil ich nicht geglaubt habe, dass das aus deiner Feder entsprungen ist. Und dann habe ich es nochmal gelesen und dann habe ich auch kommentiert. Da habe ich genauso reingeschlagen, das ganze Ding. Und da muss ich dazu sagen, das ist dann etwas, was er mir nicht übel nimmt. Und das schätze ich dann. Wenn du jemandem das sagen kannst, hey, du hast ein, vielleicht gehen wir mal in die Kölner Sprache, du hast einen Scheiß gemacht hier. Und er spricht dann trotzdem mit dir weiter. Aber wie gesagt, ich bin momentan ein bisschen zwiegespalten, weil es mir einfach zu weit geht. Wir haben ja neulich jetzt Horst Held fast bei 60 gehabt, der hat ja auch eben dann schon nochmal den Weg zu Ismaik bzw. seinen Kontaktpersonen vor Ort gesucht und mal gefragt, einmal abgeklopft, wie die Bereitschaft wäre. Bei Pfeifers kann man das nicht in seiner Position ein bisschen nachvollziehen, dass er sagt, er driftet so ein bisschen in Ismaik ab, weil er eben, wie man ja gehört hat, auf ihn angewiesen ist finanziell. Also, dass er einfach da die Entscheidungsgewalt dann im Endeffekt liegt, kann man das, wenn man es neutral sieht, aus der Position verstehen oder trotzdem nicht? Ja, das ist die zu nahe Investorenseite. Also es ist jetzt mit den, wie gesagt, ich habe keine Insiderkenntnisse und sonst was, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass Power und Sakis Timinaris hier mitmischen und ja, mit unserem neuen Trainer, da bin ich auch noch nicht so ganz klar. Wie gesagt, ich fand die Vorbereitung ganz bescheiden.
Jetzt der Erfolg hat einiges wegkaschiert. Mal schauen, wie lange das geht. Und ja, 60 ist halt auch im Umfeld Gerücht hier, Gerücht da. Ich selber bild mir immer sehr gerne eine eigene Meinung. Wenn ich mit jemandem spreche, der eine Funktion hat, dann versuche ich nie Internes rauszukriegen, weil ich dann ein Problem hätte, offen darüber zu sprechen. Und das möchte ich, ja. Also insofern, ja, ich gehe mal davon aus, bis zur Winterpause wird sich einiges getan haben bei 60. Sind wir mal gespannt. Eine Frage, die ich mich immer stelle: Wir haben jetzt gehört von dir, weiß ich, 6 Millionen Sponsorenerlöse allein. Dann haben wir in Corona-Zeiten Dauerkarten gehabt, die wurden teilweise geschenkt von Löwenfans. Du hast echt viele Einnahmen und trotz allem sieht es doch immer so schlecht aus. Man hat eigentlich fast immer rote Zahlen. Man plant sogar so, wie du gesagt hast. Wie kann man sich das erklären, dass es bei 60 nicht ausreicht, um die ganzen Einnahmen eben zumindest auf eine schwarze Null zu kommen? Ja, würden wir am Kader sparen, was halt nicht geht, weil du dann in der Medienlandschaft zerstückelt wirst. Ja, wie gesagt, mit 4,5 Millionen Etat, was andere Vereine haben und gut über die Runden kommen, es reicht halt bei 60 nicht. Und dann muss man auch mal sagen, mit den Sponsoren, es hat natürlich auch. Jetzt will ich nicht sagen, was Negatives, aber man schimpft ja über das Grünwalder Stadion, dass ich da nicht die Einnahmen habe und so weiter. Es muss aber schon sein, klar sein, dass ein Sponsor ist kein Spender. So wie ich am e.V. eine Spende gebe für die Jugend oder so, gibt ein Sponsor der KG ja keine Spende. Er will was dafür. Also was will er dafür? Er will Plätze zu den Fußballspielen. Das heißt, es geht aus der Kapazität der zu verkauften normalen Plätze raus. Also die Einnahmen, Zuschauereinnahmen vermindern sich, weil Rewe für das und das so und so viele Plätze hat. Die Leute, die in der Alm sind, ja, da läuft das Geld, was die zahlen, die 3000 Euro im Jahr für Essen in der Alm und für ihren Shuttle-Service und für einen Platz läuft unter Sponsoren. Aber das sind 600 Euro pro Platz Haupttribüne mit dabei, die hier abgehen. Also das muss man schon auch sehen. Deswegen wäre ich ja hoch erfreut, wenn sagen wir, das Grünwalder Stadion ausgebaut würde in der Form mit vernünftigen Sitzplätzen, wo du auf einer Haupttribüne sitzt und nicht zwei Pfosten vor dir hast, wo du so schaust und so schaust, damit du siehst, wer hat jetzt aufs Tor geschossen, damit auch die, sag ich mal, die Preise mal ein bisschen gerechtfertigt wären. Und ich glaube schon, und das darf man einfach nicht sagen, jetzt 15.000, 18.000 ist ja nichts. Es ist eine ganz klare Veredelung der Zuschauerplätze. Alle ein Dach drauf. Ich meine, ich erinnere, Mannheim-Spiel in der Halbzeitpause. Tja, da bin ich froh, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Aber ich gehöre ja schon der älteren Generation an und kann sagen, 65 bin ich auch unter der Uhr gestanden. Ja, zu unserem Leidwesen sind wir da ein bisschen nass geworden, aber gut, das ging auch ohne, ging auch mit dem nassen Kleidung ging es dann weiter. Grünwalder Stadion hast du angesprochen, der Auszug Allianz Arena ist in den Unterlagen, die wir dann zur Verfügung stellen, auch aufgearbeitet. Wenn das jemanden interessiert, dann kann man das da auch nachlesen. Darf ich vielleicht da trotzdem was dazu sagen, damit Sehr man so mal gerne. meine Denke kennt, weil es ist zwar jetzt auch schon die Schwarz-Weiß-Zeit, als verkauft worden ist, aber ich erinnere daran, Zivza hat die Allianz Arena für 11,6 Millionen verkauft, bekam dann ein Jahr später 1,2 Millionen für das, dass er das Rückkaufsrecht nicht in Anspruch genommen hat. Also man muss so sehen, dieses Rückkaufsrecht wäre ja so gestaltet gewesen, für die 11 Millionen, was er gekriegt hat, hätte er dann 30 Millionen bezahlt beim Rückkauf. Also diese 12,6 Millionen.
Und da mache ich natürlich schon vielen, die damals in der Verantwortung waren, einen großen, großen Vorwurf, dass man hier das so hat laufen lassen. Und jetzt komme ich zu meiner Finanzrechnung. Es war so geplant, dass die Schulden, die da aufgenommen worden sind, also 280 Millionen war der Bau und 340 Millionen mit Finanzierungskosten. Ja, so. Da wurden Schulden aufgenommen und dafür musste man im Jahr an Zins und Tilgung 30 Millionen. Das musste erwirtschaftet werden. Also 60, 15 Millionen, Bayern 15 Millionen. Die Namensrechte waren 6 Millionen im Jahr. Die Logen, die 106 Logen, wo eine zwischen von 90.000 bis 240, diese 106 Logen, ich sage jetzt mal im Schnitt 120.000 und nimm nur 100 Logen, sind 12 Millionen. Also habe ich 18 Millionen. Dann habe ich Spielbetrieb, 10% der Einnahmen, Werbefreiheit 1 Million und. So komme ich auf die restlichen 12 Millionen bei zwei Vereinen. Wohlgemerkt, da ist jetzt beinahe, das sind die 30 Millionen. Das heißt, Ertrag von 30 Millionen wird erwirtschaftet. Eine Immobilie damals, zu der damaligen Zeit, ist so mit dem 18-fachen Ertragswert veräußert worden. Wenn ich jetzt diese 30 Millionen mal 18 nehme, dann bin ich bei 540 Millionen. 540 Millionen, was nach diesem Ertragswertverfahren ist. So, jetzt habe ich aber 340 Millionen habe ich Schulden drauf. Deswegen war es ja nichts wert laut Zifzer, weil es ist ja alles verschuldet. Aber dann habe ich trotzdem noch einen Überhang von 200 Millionen. Das teile ich durch zwei, das heißt 60, 100 Millionen. Das ist jetzt eine ganz einfache Rechnung. Jetzt kann man sagen, ja, da nicht und da nicht. Da geht es mir jetzt nicht um, dass 100 Millionen rauskommen müssen. Aber dass 10 Millionen eindeutig eine Frechheit war. Und dann wird ein Knebelvertrag gemacht auf weitere Jahre bis 2025, dass ich weiterhin das zahle, was ich vorher als Eigentümer zahlen musste in die gemeinsame Kasse. Dass ich jetzt Logen habe, wo die Leute zuschauen, ohne dass 60 einen Cent hat. Also wer da nicht eingeschritten ist, und ich glaube, ihr hattet ja mit Steiner damals auch ein Interview nach seinem Süddeutschen Zeitung Interview. Und da muss ich das dazu sagen, da kommt mir die Galle hoch, wenn mir dann ein Steiner erzählt, der da im Aufsichtsrat war, dass ein, der Zifzer vorher angerufen und hat gesagt, hey, er wird jetzt wohl da zum Geschäftsführer und der soll sich positionieren, weil er mächtige Leute im Hintergrund hat. Und dann sagt der Steiner, und wer ist das? Ja, der Hoeneß. Und dann tue ich so einen Mann in die Verhandlungen mit Bayern gehen lassen, damit er hier die Allianz Arena verscherbelt. Also, das sind Dinge. Und da jetzt nochmal auf meine Denke zu kommen, es sind einfache Zahlen. Die sind nicht leugnbar. Ja, weil ich kann sagen, wie komme ich denn jetzt auf 540 Millionen? Sage ich, die 340 Millionen war Schulden aufgenommen zum Bauen und Finanzierungskosten. Und jetzt muss ich dazu 200 Millionen dazu zählen, die der Staat für die Infrastruktur gezahlt hat. Und das hätte man auch zum damaligen Zeit wissen müssen, dass nach EU-Recht, wenn 60 ausgestiegen wäre, Bayern die 200 Millionen zurückbezahlt hätte. Und dann lasse ich mich mit 10 Millionen abspeisen. Und das ist das, was ich sage, nee, so ein Ding, aber wie gesagt, das ist Schnee von gestern. Macht mich aber immer noch rasend. Ja, und das hängt uns ja bis heute eigentlich nach. Das ist ja schon ein Genau. Riesenbatzen, der vieles anders hätte gestalten lassen können. Also von daher. Wir hatten das auch schon anfangs das Thema, 60er eigentlich jedes Jahr ein Minus. Wie lang kann sowas wirklich gut gehen aus deiner Sicht? Ist da nicht irgendwann mal Schicht im Schacht, auch wenn es jetzt ein Fußballunternehmen ist, wie gesagt, ein wirtschaftlich anderes Unternehmen wäre schon längst insolvent gegangen, hast du schon gesagt. Wie ist das jetzt bei 60 zu sehen? Also ich sage mal so, als EV-Mann schaue ich das ruhig zu, denn der EV kann eine Insolvenz der KGaA verkraften.
Ismet kostet es viel, viel Geld. Das, Mhm. was er jetzt kriegen könnte, also ich bin mal von jemandem gefragt worden, was würdest denn du zahlen, wenn du jemanden beraten würdest, so, sagen wir, du aus dem Bauch raus, vielleicht 20 Millionen. Ach, geh hör auf, sagt er, da gibt es doch schon Interessenten, die 40 Millionen zahlen. Also ich, dann ist er dumm, wenn er es nicht annimmt. Ja, jetzt habe ich gehört, da ist sogar jemand bereit, 50 Millionen zu zahlen. Also, wenn er das Geschenk nicht annimmt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und das ist eben meine große Hoffnung, dass sich hier was tut, weil dass er sagt, na gut, jetzt machen wir mal dann wirklich einen großen Schuldenschnitt und nehmen dann durch eine Kapitalerhöhung einen weiteren Partner auf. Das war mal früher meine Denke, dass das vielleicht geht mit einer Kapitalerhöhung, aber nee, das ist in meinen Augen nicht. Aber wie gesagt, ich war im Frühjahr auf so Fanveranstaltungen, wo Reisinger auch da war. Da habe ich mich ja auch jetzt beim Reisinger nicht so beliebt gemacht, weil ich ein klarer Verfechter war. Aufkündigung, Kooperationsvertrag. Wobei er dann sagt, ja, was habe ich dann? Dann muss ich einen neuen Vertrag aushandeln. Sage ich, ja, klar, auf Augenhöhe. Ja, meinst du, dass er das macht? Sage ich, nein. Aber dann gibt es keinen Kooperationsvertrag und dann kriege ich keine Lizenz. Und keine Lizenz heißt Insolvenz. Es war meine Intention, aber da hatte man das schon anders durchgesprochen. War auch ein Argument, wenn wir jetzt kündigen, dann haben wir bei einem Verkauf gar nicht mehr mitzureden. Und von daher hoffe ich halt schon, dass sich da tatsächlich was tut mit einem Verkauf, weil ich sage, mit dem Investor, der keine Ahnung vom Fußball hat und die falschen Leute hier hat, kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Ist der dritte Gesellschafter dann komplett aus deinen Gedanken gestrichen für dich? Oder wäre das jetzt nach einem möglichen Wechsel trotzdem noch eine Option, dass man sagt, dann lässt man nochmal jemanden mit einsteigen? Ja, also es sind immer Interessenten da und eins muss man dazu sagen, ich meine, die KGA hat seit 2001 Verluste produziert von 70 Millionen. Das heißt, die haben einen Verlustvortrag, der ist was wert. Weil die können jetzt Gewinne machen bis zu 70 Millionen und müssen keine Steuern zahlen. Also das muss man schon auch sehen. Also, und dass ich, wenn es der richtige Investor ist, der wirklich Geld auch dann weiter reinsteckt, das, was ja Ismaik vorhatte, auch zugesichert hat. Es steht eindeutig im Kooperationsvertrag drin, dass Hamm genügend Mittel hat, um das alles zu finanzieren. Also von daher, man muss sich aber nur die Frage stellen, früher, als er noch nach München kam, das Trainingsgelände besucht hat, ja, da mussten sie fast die Straße sperren, weil mit seinen 8, 9 Limousinen, die da vorgefahren sind, die schwarzen Kutschen hier, wie ein ganzer Tross ausgestiegen ist, die dann alle im Mandarin oder sonst wo übernachtet haben, also ganze Etagen. Wieso kommt dann eigentlich nicht mehr nach München? Und wenn er kommt, warum treibt er sich dann irgendwo im Hofbräuhausviertel vor wie ein Tourist? Wo ist denn sein großer Tross? Und wenn ich mir seine Firmen anschaue, ja, Arabtech pleite. Gut, da ist er vorher rausgegangen, hat sich aber mit vielen verscherzt. Massaken, eine Vier-Mann-Klitsche, gehst ins Internet rein, schaust mein Organigramm an, dann meinst du, wow, das ist eine Firma mit 20.000 Beschäftigten, ja. Also, ich will jetzt nicht zu weit gehen, weil ich will jetzt auch nicht unbedingt meine Haftpflichtversicherung für Rechtsfragen hier oder Rechtsstreitigkeiten, Rechtsschutzversicherungen in Anspruch nehmen. Das ist in Ordnung. Darlehen, Genussscheine hat man angesprochen, wird immer gern genutzt, eben um diese Eigenkapitalquote oder das Eigenkapital aufzubessern. Wie viel ist denn da noch umwandelbar aktuell? Und nach oder Ja, stand 16 an Millionen. 16. 16 oder also 15 bei Hamm und 1,8 bei HS Quer. Also das ist ja das, was er jetzt
in den letzten Jahren gemacht hat, dass er nicht mehr über Hamm selber, sondern über HS Square. Das ist ja auch seine Firma, an der die Merchandising hängt. Und die haben ja schon im letzten Jahr 3 Millionen von Darlehen gewandelt. Und das ist wandelbar. Und wenn jetzt neue Verluste auftreten, für die er bürgt, sind es natürlich auch Darlehen, die dann gewandelt werden müssen. Denn es ist ja so, es muss ja jedes Jahr jetzt sowieso um 5% muss dieses negative Eigenkapital reduziert werden. Und jetzt bei 21 Millionen, wo wir liegen, negatives Eigenkapital, 5%, roundabout 1 Million, muss sowieso gewandelt werden. Also es kann schon noch eine Zeit spielen, dieses Spiel. Aber ich halte es halt für ein Unding. Weil was passiert denn, wenn wir wirklich aufsteigen? Ich sag mal, dann werden die Probleme noch größer. Wenn du diese Konstellation, wie sie jetzt da ist, hast. Was ist, wenn das, diese Darlehen, die wir jetzt angesprochen haben, also 16,8 Millionen nach dem letzten Stand, was ist, wenn die aufgebraucht sind? Was müsste dann passieren, dass man so weitermachen kann wie bisher? Ja, im Grunde genommen, wenn es nicht zur Insolvenz kommen darf, muss Ismaik neues Geld bringen. Das muss man sich im, muss man, nicht man, ist er sich auch im Klaren. Und deswegen verstehe ich es ja auch nicht, wieso er so gegen Reisinger und unser jetziges Präsidium gewettert hat. Weil wären die nicht da gewesen und hätten gesagt, nee, so nicht mehr, jetzt drückt man mal ein bisschen auf die Sparbremse. Wie hätte er denn das durchhalten wollen, jedes Jahr 5, 6 Millionen zu bringen? Also das ist für mich ein Unding und deswegen sage ich, ich verstehe den Menschen nicht. Ja, und alles, was in seinem Umfeld ist, sind für mich wirklich, also was jetzt Fußball angeht, Dilettanten. Und auch nicht die Geschäftsmänner. Das ist einfach so. Ja, Karl Christian Bay hat ja unter anderem auch mal vor ein paar Jahren gesagt, dieser Konsolidierungskurs ist alternativlos und eben auch für Mitgesellschaft, also für Hasan Ismail, einfach ja, der richtige Weg, wie du es auch ansprichst. Abschließend, High Squared hat man angesprochen, Merchandising GmbH, auch ein spannendes Thema, was viel interessiert bestimmt. Da hast du dir auch die Ergebnisse in den letzten Jahren mal angeschaut. Kann man mit dem Gewinn, der da jetzt so bei rumkommt, zufrieden sein oder müsste da eigentlich deutlich mehr gehen, weil einfach 60 so eine Strahlkraft hat, so viele Fans, die eigentlich im Fanshop irgendwas gerne kaufen würden? Wie ordnest du Du, da die sagen wir es mal Zahlen ein? so, egal wie die Zahlen sind, sie könnten deutlich besser sein, weil auch ich würde ganz gern damit dort einkaufen. Aber solange die Verhältnisse so sind, wie sie sind, mit Sicherheit nicht. Vor ein paar Jahren hat meine Schwiegertochter noch für mich eingekauft, weil ihr Vater auch als ein Blauer ist und wenn schon mal dort war, dann hat sie mir das ein oder andere Ding gebracht. Dann habe ich gesagt, du, sorry, aber ich kann das Ding nicht anziehen. Das wissen die Leute, dass das aus dem Fanshop ist und ich wetter dagegen. Und dann sage ich, schau es an, dem Pharisäer. Also von daher bin ich froh, dass ich dann EV-Kleidung tragen darf oder vom Fanclub. Und das ist ja auch das große Plus. Drum, ja, also ich kann jetzt damit leben. Mit einem Trikot würde ich sowieso nicht rumlaufen. Und wenn es ein Vater sein Puma Trikot kaufen will, dann soll er es machen. Aber ich für meine Person und ich weiß, da gibt es viele wie mich, die gehen lieber mit der Aufschrift von ihrem Fanclub ins Stadion oder an Grünspitz oder in die Alm oder wo auch immer hin. Du hast bei der letzten Mitgliederversammlung ja noch den Vorschlag oder den Antrag eher, der dann zurückgezogen wurde. Der e.V. soll die Möglichkeit prüfen, den Fanshop wieder zu übernehmen. Was wäre da also aus Sicht von Hasan Ismek, warum hätte er das tun sollen? Hätte das auch Vorteile für ihn gehabt? Er hätte die Lager befriedet. Also, wenn Ismaik sagt, okay, passt auf, ich habe jetzt das, was ich eingesetzt habe, ich habe eine Rendite rausgezogen, ich gebe es in meine Firma zurück. Aber man muss ja nicht sagen, er gibt es an EV. Er gibt es ja in seine Firma, wo er 60% hat. Das würde Leute wie mich schon befrieden.
Das heißt, da sind noch nicht alle Gräben zu, dann wenn er dann auch sagt, okay, und Power verschwindet auch von der Bildfläche, hip, hip, hurra, dann ja, wäre ein Riesenschritt gemacht. Aber das sehe ich nicht. Und Aber von daher, ich kann damit leben. finanzieller Natur wäre da jetzt einfach, wäre kein Vorteil für ihn entstanden, dass er sagt, er gibt das wieder zurück. Ja, seine Verluste, die er ausgleichen muss in der KGA, würden geringer werden. Okay. Dann vielen lieben Dank an dieser Stelle schon mal für den tiefen Einblick in die Bilanzen bei 60. Wie gesagt, Unterlagen werden wir entsprechend verlinken, wo diese ganzen Zahlenwerte, über die wir jetzt gesprochen haben, auch aufgeschlüsselt sind, wo man die ganzen Sachen, wo der Reinhard seine Erkenntnisse ausgewonnen hat, mal nachlesen kann, wenn das interessiert. Nächste Woche hören wir uns dann nach dem Auswärtsspiel in Duisburg mit vielleicht dem Debüt von Joel Schwarz im Löwentrikot. Sind wir mal gespannt, wie es ausgeht. Dir nochmal vielen Dank für deine Zeit, Reinhard, und allen draußen eine gute Woche. Haltet durch, das nächste Löwenspiel kommt bald und bis dahin macht es gut. Ciao, ciao. Ja, auch weiterhin viel Glück und lass dich durch nichts aus der Ruhe bringen. Wie gesagt, in meinen Augen bist du geadelt. Freut mich sehr, vielen Dank. Okay, ciao. Ciao. Keine weitere Folge mehr vom 60er.de Talk verpassen? Dann abonniert jetzt unseren Kanal und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Servus Löwenfans.